meine Lieben und einen wunderschönen Freitagnachmittag. Es ist wieder soweit. Plaudereien aus dem Nähkästchen. Kaffeezeit. Ich habe meinen Kaffee schon hier. Und viel mehr brauchte ich heute auch gar nicht vorbereiten. Ich musste mir gar nicht viel Gedanken darüber machen, was ich euch heute erzähle, worüber ich euch heute berichte. Denn heute habe ich wieder einen Gast eingeladen. Und auf den Gast freue ich mich natürlich wie auf jeden Gast. Aber heute wird es richtig spannend und vor allen Dingen wird es auch richtig prickelnd. Und bevor ich meinen Gast zu uns hole und wir dann mit der großen Plauderei anfangen, möchte ich euch nur ganz kurz was in eigener Sache sagen. Es hat sich nämlich in dieser Woche ganz flink mal so spontan, überraschend ereignet, dass bei uns die Straße komplett aufgerissen wird. Ab Montag haben wir hier eine große Baustelle, die ca. 14 Tage dauern wird. Das heißt, man kann mit dem Auto nicht durchfahren. Aber als Fußgänger kann man die Baustelle wohl passieren. Das heißt, ihr müsstet, wenn ihr mich besuchen wollt im Atelier, ihr wisst ja, donnerstags und freitags bin ich immer hier. Außer nächsten Freitag, da ist Karfreitag, da gönne ich mir auch mal einen freien Tag. Müsstet ihr zu Fuß kommen. Ihr müsstet also gucken, dass ihr irgendwo unterhalb euer Auto parkt. Auch die Parkplätze der Großsporthalle sind nicht befahrbar. Das heißt, ihr müsstet echt die Wanderschuhe anziehen und könntet einen kleinen wunderschönen Spaziergang zu mir hoch machen, die Aussicht genießen. Aber wie gesagt, mit dem Auto geht es leider nicht. Das schreibe ich euch dann auch nochmal, damit ihr das nicht vergesst und dann nicht mit dem Auto direkt vor der Baustelle steht. Das wäre natürlich schade. Und ansonsten habe ich noch eine kleine Bitte in eigener Sache, bevor wir anfangen zu plaudern. Ich hatte in den letzten Posts schon ein bisschen was geschrieben und in den Stories auch, dass ich gerade dabei bin, neue Tischdecken aus beschichteten Baumwollmaterialien für die Outdoor-Saison zu nähen. Die nehme ich mit auf den Gartenmarkt und auch auf die Landpartie, auf die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Und ich war jetzt am Zuschneiden und habe angefangen und habe ja 5 oder 6 verschiedene Designs inzwischen, die ich gerne fertigen möchte und habe festgestellt, dass es ja richtig viele Tischmaße gibt. Ich hatte euch schon mal befragt und dachte, okay, dann gucken wir mal, was ihr so für Tische habt. Vielleicht ergibt sich ja da irgendwie ein Favorit, dass ich mich da so ein bisschen drauf einstellen kann und dann die richtigen Formen zumindest mitnehmen zum Markt, weil allzu viel Platz habe ich auch nicht in meinem Auto. Ja, Fakt ist 50-50, also fast 50-50, rund und eckig. Nur ganz wenige haben einen ovalen Gartentisch, unter anderem wir. Aber das weiß ich ja selber. Also es steht die Frage zwischen rund und eckig, das ist natürlich klar, da gibt es keine Alternativen. Aber bei den Maßen bin ich mir jetzt total unschlüssig. Ich würde gerne so ein paar Standardmaße einfach mitnehmen und deshalb hatte ich euch heute mal gefragt in einer Story, welche Maße eure Gartentische denn so haben. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr einfach mal auf die Story geht, wo ich euch nach eurem Gartentisch gefragt habe, wenn ihr denn einen habt, und mir einfach mal die Maße da in dieses kleine Feld reinschreibt, damit ich so eine Idee habe, wie viel von welchen Maßen wirklich überall in den Gärten stehen Tische, weil so Gartentische sind ja wirklich so unglaublich individuell und ich selber habe natürlich hier auch einige stehen. Ich habe auch kleine, große, eckige, runde. Die habe ich natürlich auf meiner Liste schon drauf, aber ich würde mich super freuen, wenn ihr mir da nochmal helfen könntet und einfach mal euer Maß von eurem Gartentisch in die Story reinschreibt. So, jetzt ist aber genug. Jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Ich werde jetzt meinen Gast einladen. Und zwar freue ich mich schon ganz besonders auf Lea, die uns heute besuchen wird. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Und dann gucken wir mal, ob wir die Lea finden. Die Technik, denke ich mir mal, wird ganz gut funktionieren. Und dann schauen wir mal. Ah, es tut sich was. Hallo, da ist sie schon. Kuckuck, Lea. Bien toi, merci. Jetzt ist Schluss mit Französisch, jetzt sprechen wir Deutsch. Weiter mit Deutsch. Ich weiß, dass du das super gut kannst. Und ich glaube, wie alle Deutschen lieben wir natürlich diesen super französischen Akzent, der so unglaublich niedlich ist. Und den möchten wir natürlich heute hören. Das Lea, schön, dass du da bist. Ich freue mich über deinen Besuch. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, obwohl ich natürlich gerne was anderes getrunken habe. Wasser? Ist noch nicht Feierabend? Einfach noch zu früh, weil ich muss hinterher nämlich auch noch ein bisschen weiterarbeiten.
Lea, heute möchte ich mit dir plaudern. Ich habe dich wie viele andere Gäste auch ganz zufällig entdeckt, als ich so durch Instagram geschnuckelt bin und habe so ein bisschen links und rechts geguckt, weil ich selber natürlich auch immer schaue, was gibt es Tolles Neues zu entdecken. Und da ich mich ja selber auch mit der französischen Lebensart und der französischen Tischkultur beschäftige, ist das natürlich so mein Fokus. Genau. Und irgendwann bin ich dann auf euer Profil gestolpert und habe gedacht, boah, ich glaube, dass das unglaublich spannend auch für meine Community ist. Und ich habe dich eingeladen und freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe auch noch nichts verraten in meinen Stories. Deshalb möchte ich dich bitten, stell dich nur mal ganz kurz erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Also erstmal danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Genau, ich bin Lea. Ich wohne in Kaiserslautern seit 5 Jahren. Ich komme aus Frankreich, aus der Champagner-Region. Und ich habe mit meinem Mann zusammen gegründet einen Online-Shop mit Champagner-Genussboxen, also französische Genussboxen mit Champagner und französische Spezialitäten. Und daneben habe ich mich, sage ich mal, auch spezialisiert auf Champagner-Verkostung. Kurz gefasst, das ist genau, was ich dann heute mache. Also bei dir dreht sich alles um Champagner, ist ja Genau. eigentlich naheliegend, wenn man aus der Champagne kommt, oder? Da wächst man doch quasi mit dem Champagner auf, also als Franzose ja sowieso, aber da doch bestimmt noch viel mehr, oder? Erzähl mal, wie ist das so in der Champagne mit dem Champagner? Genau, ich bin in Épernay geboren, also das ist wirklich die Wiege des Champagners, also rein als Kind in Champagner reingetunkt worden. Dann bin ich in der Champagner-Gebiet, da gibt es so 5 Departements und ich bin ein bisschen da überall, sage ich mal, gewandert durch meine Kindheit und dann mein Studium und dann habe ich auch in eine andere Stadt der Champagner-Region studiert und das hat mir auch in Südfrankreich gebracht, in England und dann auch in Deutschland für ein Praktikum. Und dann immer mal wieder nach Frankreich in die Champagner-Region. Und ja, Champagner gehört einfach dazu, wie zum Beispiel hier in der Region Wein zum Feierabend oder zum Freitagfeierabend. Das ist genauso in der Champagner-Region mit Champagner. Das heißt, wir stoßen auch gerne Freitagabend mit einem Glas Champagner. Und das ist wirklich das Gleiche wie hier zum Beispiel in der Weinstraße, in der Weinregion wird bei uns in der Champagner auch gemacht. Das heißt, für die großen Anlässe, Hochzeit und dann Taufe und alles ist natürlich immer Champagner dabei, aber auch für die kleinen Momente des Lebens. Und das ist auch, was ich dann gerne rüberbringen möchte, dass Champagner natürlich zu die großen Anlässe dazugehört, aber dann nicht nur Champagner, das darf auch am Freitagabend sein, am Wochenende, um dann zusammen was zu feiern oder wo man sich dann zusammen trifft, am Tisch sitzt, immer sehr lang in Frankreich und das ist dieses besonders Lebensgefühl von Frankreich, was ich dann hier mitbringen möchte und in meine neue Heimat auch mit einbinden möchte. Ja, Genau. das mit dem Champagner ist nämlich so eine Sache. Als ich nach Frankreich kam, es ist ja jetzt inzwischen auch schon 18 Jahre her, gab es natürlich von unseren Nachbarn gleich ein Apéro Bienvenue und Genau. da stand dann der Champagner auf dem Tisch und mein erster Gedanke war so, wow, jetzt gibt es schon Champagner, wir kennen uns ja gar nicht. Da war mir das noch nicht so geläufig. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, muss ich sagen, und habe auch diese Tradition sehr, sehr gerne übernommen, dass man natürlich seinen Gästen auch die Wertschätzung gegenüber bringt und dann natürlich auch einen guten Tropfen serviert. Und ja, so ein Gläschen Champagner geht natürlich definitiv immer, nicht nur in Frankreich. Aber du hast schon recht, das ist natürlich hier ganz anders. Und ich selber habe das ja auch so gesehen als typisch deutsch, sage ich jetzt mal. So, wir haben den Champagner wirklich für die absoluten hochklassigsten Anlässe im Kopf. Aber das muss ja eigentlich gar nicht nur so sein. Und so, ich sag mal, exklusiv, er ist natürlich sehr, sehr fein und es ist ein wirklich tolles Tröpfchen, aber so exklusiv oder so, dass man ihn sich aufspart für diese unglaublich exklusiven Anlässe, so soll es ja eigentlich gar nicht sein. So ist es ja auch vom Champagner her oder von den Herstellern gar nicht gedacht.
Genau, das muss nicht sein. Und das ist auch, was wir dann gerne rüberbringen möchten, weil wir haben diese Image oder Idee von Champagner, das muss oder darf nur geöffnet werden, wenn es wirklich ein großer Anlass gibt. Man muss dafür was unbedingt feiern. Aber es gibt auch ganz tolle Winzer-Champagner, die dann auch sehr, sehr gute Champagner auch produzieren, die dann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen günstiger sind und die trotzdem qualitativ sehr hochwertig sind. Und da kann man ruhig eine Flasche am Wochenende aufmachen. Und deswegen, es gibt Champagner für wirklich alle Anlässe, auch ohne Anlass, um dann einfach was besonders genießen zu möchten. Und deswegen, das Champagner muss, darf nicht nur an große Anlässe sein, das darf auch außerhalb von diese Momente auch geöffnet werden. Und deswegen bringen wir das immer bei. Und Champagner, genau, gehört zu unserem Leben, ist auch was direkt geöffnet wird, wenn wir nach Frankreich fahren, zu der Familie. Wie du gesagt hast, dann setzen wir uns, dann ist die Frage, dann machen wir ein Apéro, dann ja, werden ein paar Häppchen vorbereitet, wird die Flasche Champagner aufgemacht. Und dann erzählt man lang am Tisch, man bleibt zusammen. Und das ist auch dieses Gefühl, was ich dann an Frankreich mag, was ich dann manchmal auch vermisse, was ich gern vor Ort habe. Genau, dieses Gefühl zu genießen, Zeit dafür zu nehmen, zusammen zu sein, zusammen zu sitzen und vor allem zu genießen. Mit Champagner oder mit was anderes. Aber genau, dieses besondere Gefühl, was man dort hat. Genau. Und du hast vorhin erzählt, dich hat es nach Kaiserslautern verschlagen, nachdem du ziemlich viel rumgekommen bist. Und Genau. warum jetzt dann, bist du dann in Deutschland hängen geblieben, sage ich jetzt mal? Ich habe während mein Studium ein Praktikum in Stuttgart gemacht. Meine Eltern haben mir ein bisschen Richtung Deutschland gepusht, sage ich mal, was ich am Anfang nicht unbedingt wollte, worüber ich mich heute sehr freue. Und dann habe ich ein Praktikum in Stuttgart gemacht, der super gelaufen ist. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, habe eine andere Idee von Deutschland auch gehabt und bekommen, neue Eindrücke. Und dann habe ich gedacht, dann möchte ich gerne mein Leben, dann meine Karriere in Deutschland anfangen. Und dann habe ich zufällig ein paar Jahre später und davor meinen Mann kennengelernt in Frankreich. Und das hat uns zusammen nach Deutschland gebracht und in der Region hier, weil mein Mann aus Bad Dürkheim komme, also aus der Champagne, der Weinregion. Und deswegen Kaiserslautern. Kaiserslautern ist auch für uns sehr praktisch, sage ich mal, weil das liegt auch sehr nah an Frankreich, sehr nah an der Champagne-Region. Wir sind in 4, 4,5 Stunden wieder zu Hause, sage ich mal, und dann können wir auch die Winzer besuchen, was mir auch sehr ans Herzen liegt, auch die Winzer besuchen zu können und nicht nur zu kaufen, die Ware zu bekommen, sondern wirklich den Kontakt zu haben. Und genau, deswegen sind wir jetzt seit 5 Jahren in Kaiserslautern. Ah, cool. Also es ist natürlich toll, wenn man dann in Frankreich dann den deutschen Mann kennenlernt und dann Genau. die richtige Richtung kriegt. Das hätte natürlich dann auch anders kommen können. Ja. Und du sagst, du hast so ein bisschen anderes Bild von Deutschland bekommen durch dein Praktikum. Was findest du denn jetzt so toll oder warum wolltest du denn in Deutschland bleiben? Was ich dann, sage ich mal, nicht erwartet habe oder wo ich überrascht war, das ist diese Leben feiern. Was ich in Frankreich habe, habe ich doch wieder in Deutschland gefunden, vielleicht auf andere Art und Weise, aber zum Beispiel das, also in der, ich weiß von der Region, ich kenne von der Region, weil ich dann hier seit ein paar Jahren wohne, diese offen sein und dann zum Beispiel diese ganze Weinfeste, wo man sich dann wieder trifft und man sitzt zusammen an einem Tisch, man rückt ein bisschen, dass die andere Platz bekommen, fremde Leute, ist egal, alle zusammen, die alte Leute, die junge Leute, ist alles durchgemischt, sehr, sehr offen, sehr freundlich und dann hat man trotzdem dieses genau Lebensgefühl, dann ich möchte da auch genießen auf eine andere Art und Weise, aber am Ende das ist genauso das Gleiche, dass die Menschen sehr offen waren und dieses wirklich zum Feiern. Es wird dann sehr viel gefeiert, auch ohne Anlass, aber einfach zu sagen, für alle Gründe gibt es Feste hier in der Weinregion und das finde ich genau. Also ich habe dann diese Strohhutfest oder Backfischfest, Feste, wo ich mir denke, es gibt für alle
Nicht-Anlässe, ein Fest. Und das finde ich auch an der Region extrem schön. Und dann freut sich natürlich auch die französische Familie, die am Anfang Deutschland gar nicht kannte, auch hierher zu kommen und das alles auch zusammen zu erleben und dann zu erfahren, ah ja, so ist Deutschland, das ist doch super, das wussten wir nicht. Und das hat uns immer in andere Richtungen gezogen, vielleicht eher Südfrankreich oder Italien. Deutschland war kein Urlaubsziel oder wo wir dann unbedingt hingegangen sind und dann hat man neue Lebensweise gefunden und entdeckt und das war ja genau einfach richtig schön. Das hört sich ja richtig toll an, weil normalerweise sagt man ja immer so, es zieht einen in die Ferne und wir Deutschen sagen natürlich, wow, Deutschland ist nichts los und so. Aber du hast natürlich recht, wenn man in so Regionen kommt, in der Gemütlichkeit natürlich Genau. großgeschrieben wird und irgendwo ist das ja alles so ein bisschen mit dem Wein verbunden. Und hier bei uns, wir haben ja auch Weinberge rundherum und bei uns gibt es auch diverse Feste, die es sonst woanders nicht gibt. Vielleicht habe ich mich deswegen auch gleich so ein bisschen heimisch gefühlt, als ich hierher ankam und gesagt habe, oh, es sieht gemütlich aus, es Ja. ist wirklich nett hier. Und die kleinen Weinlokale, man kann sich dann mal hinsetzen und kann ein Glas Wein trinken. Das heißt, so viel vermisst du jetzt eigentlich gar nicht von Frankreich im Moment, oder doch? Ich habe in Corona-Zeit tatsächlich viel vermisst, weil ich nicht nach Frankreich fahren konnte. Und das war, sage ich mal, eine schwere Zeit, weil ne, natürlich, wenn man die Familie so lange nicht sehen kann, das ist natürlich blöd. Aber ich sage immer, ich könnte zum Beispiel in Südfrankreich wohnen, dann wäre ich viel weiter weg von meiner Familie oder von den Freunden. Und da bin ich in 3,5 Stunden, 4 Stunden wieder in die Heimat oder in der französische Heimat, sage ich mal. Und deswegen, ich fühle mich ins Ausland und das ist immer ein Abenteuer, wenn das nicht seine eigene Muttersprache ist. Und dann gibt es immer neue Sachen. Deswegen ist das Leben ein Abenteuer. Deswegen ist das auch so schön, ins Ausland zu wohnen. Aber trotzdem bin ich sehr nah an Frankreich. Ich habe auch sehr viel die Kontakte und die Möglichkeit, regelmäßig nach Frankreich zu fahren, auch durch die Arbeit oder durch meine Firma. Und deswegen, ich vermisse einige Sachen an Frankreich, die ich aber sehr regelmäßig wieder haben kann. Und dann denke ich mal, man freut sich dann umso mehr, wenn man wieder in Frankreich ist und man hat das wieder. Und was ich dann wirklich vermisse, kann ich auch nach Deutschland ein bisschen mitbringen oder in der Routine, in dem Alltag ein bisschen einprägen und dann gleicht sich alles sehr gut aus. Prima, das hört sich ja richtig toll an. Da muss ich natürlich dazu sagen, das ging mir definitiv genauso. Und ich glaube auch durch deine Arbeit, dadurch, dass du dir natürlich ein ganzes Stück Frankreich mitgebracht hast, Genau. geht es dir ja vielleicht genau wie mir. Also ich mache meine französische Tischwäsche und du hast die französischen prickelnden Getränke bei dir und kannst dich den ganzen Tag damit beschäftigen und hast natürlich dann immer so deine kleine französische Welt um dich. Lass uns da mal vielleicht ein bisschen drüber reden, weil es interessiert mich natürlich schon. Klar kann man sagen, ich verkaufe jetzt hier Champagner, aber du bist ja eigentlich nicht eine Verkäuferin von Champagner in dem Sinne, sondern du bringst ja die Champagnerkultur nach Deutschland, so wie ich die Tischkultur, die französische, versucht nach Deutschland zu bringen. Bist du jetzt die Botschafterin, sag ich Genau. mal, der Champagnerkultur? Das heißt, du hast ja keinen Champagnerverkauf in dem Sinne, sondern du bietest Verkostungen an für Champagner. Und erzähl mal ein bisschen, was machst du da genau? Genau, also ich sage immer, ich bin kein Sommelier oder ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Mein Ziel oder mein Wunsch ist es wirklich, dieses französisches Lebensgefühl für jeden erlebbar zu machen. Weil am Anfang haben wir immer diesen Austausch gemacht. Wir haben Bier für meinen Papa, Brezel für meine Mama nach Frankreich mitgebracht. Die haben sich sehr darüber gefreut. Und zurück mit Käse, mit Champagner, mit Macarons, mit alles, was es in Frankreich gibt. Für die deutsche Familie, Verwandtschaft. Und irgendwann haben wir gedacht, wir können das ausbreiten und dann auch an alle anbieten, die daran Interesse haben. Und das ist wirklich dieses Wunsch, dieses Gefühl rüberzubringen und nicht zu sagen, ich verkaufe einfach Champagner oder ich verkaufe einfach Produkten. Ich möchte, dass jeder dieses Gefühl erleben kann, was mir so viel Spaß macht, was mir ans Herzens liegt.
Und deswegen, wir machen auch diese Genussboxen. Das heißt, wenn die Person oder der Beschenkte seine Genussbox aufmacht, dann hat er diesen Lavendelgeruch, weil es gibt keinen Champagnergeruch. Das heißt, dass man wirklich in Frankreich direkt eintauchen kann. Dann die ganzen Produkte, die natürlich an Frankreich erinnern. Dann habe ich auch so ein Beiblatt mit Erklärung, Tipps zu den Produkten. Und auf die andere Seite gibt es einen QR-Code mit einer französischen Playlist, dass die Leute auch in der französischen Atmosphäre reintauchen können. Das ist wirklich dieser Wunsch, dieses Ziel, dass die Leute komplett in der französischen Atmosphäre reintauchen können, zum Beispiel mit einer Aperitif-Box, dass die alle Zutaten für den Aperitif haben, aber auch sich in Frankreich quasi fühlen, aber die sind zu Hause. Das ist eine Sache. Das Zweite, was ich dann gerne mache, weil das alles im Moment online ist, das heißt, ich habe keinen Kontakt wirklich zu den Kunden, wenn das alles rein Verkauf ist. Und das ist, was mir Spaß macht und was mir fällt an dem Online-Bereich. Deswegen mit Champagnerverkostung, dann kann ich das rüberbringen. Dann kann ich dann erzählen, wie das in Frankreich ist, wie das in Frankreich läuft, in der Champagnerregion ein paar Traditionen, Fun Facts und so weiter. Und das Ganze gepackt in einem Quizspiel, dass das auch interaktiv ist. Das heißt, dass die Leute mitmachen und dadurch dann ein paar Sachen lernen, aber dass das kein 0815-Kurs, wo ich einfach vor der Leute stehe und die ganze Zeit erkläre. Und dabei werden Winzer Champagner verkostet mit französischen Spezialitäten, die dazu passen, so 3 Stunden ungefähr. Und genau, und dann können wir wirklich dieses französisches Lebensgefühl beibringen oder erlebbar machen durch den Quiz, durch die Wissenswertes und auch natürlich durch die Produkte. Und dann können wir auch das Feedback von den Leuten, von den Teilnehmern haben. Und vor allem da können wir austauschen. Und das ist das, was am schönsten ist an diese Verkostungen, was mir dann wirklich Spaß macht. Und wie macht ihr das jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit den Verkostungen. Die sind, also Also wir du machen, stehst vor den Leuten, oder ist genau. das alles online? Das ist also, nee, das ist online. Also wir bieten auch die Möglichkeit, immer online zu machen, weil wir können uns nicht überall überall zu den Leuten gehen. Wir machen das auch viel mit Volkshochschule, weil dann haben sie auch die Räumlichkeiten dafür. Oder wir kommen einfach zu den Leuten. Das heißt, man kann uns reservieren oder buchen für 3 Stunden. Wir bewegen uns in einem Umkreis von 60 Kilometer, also in Kaiserslautern. Und dann kommen wir direkt zu den Leuten mit den Champagnergläsern, mit den Produkten, mit den Champagner und wir bringen quasi alles mit. Und dann müssen die Teilnehmer oder die Gäste einfach die Räumlichkeit zur Verfügung stellen und dann machen wir alles vor Ort. Ach, das ist ja toll. Schade. Genau. Also ich glaube, ich bin ein bisschen weiter weg als 60 Kilometer. Aber das ist natürlich eine total nette Sache, wenn man sich mal so zu einem Geburtstag oder zu Genau. einem besonderen Anlass treffen möchte, und eben auch mal eine andere Beschäftigung, sage ich mal, haben möchte. Das ist natürlich dann was ganz was Feines. Und ja, das war natürlich schwierig. Das hat natürlich in Corona-Zeiten alles überhaupt nicht stattgefunden. Da habt ihr das dann auch online angeboten oder Genau, macht ihr jetzt auch? wir machen das auch. Wir haben das und deswegen am Anfang online gemacht und angeboten, weil wir auch in der Corona-Zeit gestartet sind. Das war auch dafür nicht einfach. Das funktioniert auch sehr gut online, ist aber dann natürlich nicht den gleichen Austausch. Es ist immer schwierig, auch vor allem in große Runde. Deswegen machen wir das lieber in kleine Runde online. Und dann vor Ort, das kann bis 16, 18, 20 teilnehmen. Das ist auch gar kein Problem. Online, wenn man Fragen stellen möchte oder austauschen möchte, dann ist der Kontakt komplett anders. Das heißt, wir haben das ganz anders gemacht für die Verkostungen vor Ort und dann natürlich online. Das kann nicht gleich laufen. Also am besten ist das natürlich vor Ort, aber man kann nicht überall sich nach Deutschland bewegen, sage ich mal, für eine Nee, das ist Verkostung einen schwierig. Abend. Das wird ein bisschen schwierig. Deswegen online klappt auch dann super. Ist nur ein anderes Format quasi. Genau. Aber das ist natürlich dann super flexibel. Da kann man Ja. dann halt gucken, wenn man sagt, man hat jetzt mal Lust auf so eine Veranstaltung. Genau. Du hast vorhin erzählt, die Winzer Champagner. Da möchte ich ganz gerne mal zurückgehen, weil ja, man hat immer diese Riesennamen mit den horrenden Preisen. Genau. Und du sagtest, es gibt, wie natürlich bei allen anderen guten Tröpfchen auch, immer die Variante vom Winzer. Ja. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, so, was ist so der Unterschied zwischen so einem renommierten Champagner und einem Winzer Champagner, außer jetzt der Name und der Preis?
Also ein Winzer-Champagner, das ist wirklich, wenn der Winzer sein Champagner von A bis Z produziert. Das heißt, er hat seinen eigenen Weinreben, der produziert auch sein Champagner, der füllt seine Flaschen selber ab, der macht die ganzen Arbeitsschritten von der Champagnerherstellung komplett. Andere Champagner, die werden nicht alle Schritte machen können. Zum Beispiel die große Marke, die haben nicht die Kapazität, so viel Trauben zu erzeugen, zu herstellen. Das heißt, die müssen ein bisschen hier und da auch ein bisschen Trauben haben oder bekommen. Ein Winzer Champagner, der wird vielleicht kleinere Menge machen, natürlich, aber der wird alles selbst kontrollieren können und alles genau machen, wie er möchte. Wir haben Winzer, die dann auch viele Sachen probieren, neue Sorten, auf neue Parzellen, die dann sagen, da möchte ich ein paar Jahren lagern lassen, dann probiere ich nochmal diese Mischung. Die haben auch diese Freiheit, die Champagner komplett zu machen, wie sie möchten und auch diese Qualität zu kontrollieren und dann natürlich mit viel Herzblut auch die Champagner zu produzieren, weil die alles sich selbst um alles kümmern. Und dann, wenn wir zu unseren Winzern gehen, dann macht das unglaublich viel Spaß, weil die stehen da mit extrem viel Leidenschaft, zeigen alles, sind natürlich sehr stolz, um die Champagnerreben alles zu zeigen, zu erklären, wie die da sich um alles kümmern und so weiter, welche Trauben dann reingekommen sind, welche Weine reingekommen sind, dann dürfen wir auch probieren und die Unterschiede dann erkennen, wie die ganze Champagnerherstellung läuft, wie die ganzen Schritte sind. Das heißt, ein Winzer Champagner ist ganz einfach ein Winzer, der von A bis Z sein Champagner produziert, was für große Champagnerhäuser nicht möglich ist durch die große Menge. Genau. Okay, das heißt also, so ein Winzer Champagner ist ja dann eigentlich so ähnlich wie eine Serviette bei mir. Da mache ich ja wirklich auch alles selber, vom Stoffeinkauf bis zur letzten Naht. Und Genau. da ist der Winzer derjenige, der wirklich alles in der Hand hat, alles selber steuern kann und ja, absolut handgemacht. Also wirklich auch eine richtig eine Investition in die französische Kultur, in die Ja. französische Zukunft, dass man halt wirklich auch die Region unterstützt, weil ich weiß natürlich auch, dass gerade die kleinen Winzer zu tun haben und auch kämpfen, gerade mit der großen Konkurrenz. Also wir sind ja immer sehr, sehr viel in Südfrankreich unterwegs und haben da unsere Lieblingswinzer, die wir schon seit 20 Jahren kennen. Und mit denen unterhalten wir uns ja jedes Jahr wieder, wenn wir unsere Vorräte dann mit nach Deutschland nehmen. Und da war letzten Sommer, hatten wir da nämlich auch so Gespräche, die mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Und ich denke mir mal, die Domains, was in Südfrankreich passiert, wird ja in der Champagne nicht anders sein, Genau. dass eben wirklich sehr viele Großkonzerne kommen und kleine Winzer aufkaufen und dann da irgendwelche Event-Locations machen mit Luxusmarken, wo dann natürlich ein normaler Winzer überhaupt nicht mehr mithalten kann. Da finde ich das natürlich dann besonders toll, Ja. wenn ihr euch dafür einsetzt, dass ihr eben wirklich diese Winzer unterstützt und natürlich auch für Absatz sorgt, weil ich weiß ja selber, wie das ist, als kleines Unternehmen, diese ganze Marketingmaschinerie, ihr selber habt das gleiche Problem, denke ich mir mal, das Marketing und seine Produkte an den richtigen Kunden zu bringen, das ist Genau. natürlich auch ein extremer Kostenfaktor, den natürlich dann wieder nur die Großen bedienen können. Also von daher ist natürlich so diese Unterstützung untereinander natürlich super wichtig. Und das finde ich dann richtig toll, dass ihr euch da wirklich dann eben auch auf diese kleinen Winzer dann spezialisiert habt. Ich glaube, die großen Marken, das ist also manchmal zwei Drittel der Flasche, der eigentlich für Marketing eingesetzt ist. Also das Ja, ist ein ja. riesiges Budget, was die kleinen Winzer natürlich nicht einhalten können, was sie auch teilweise nicht brauchen. Also wir haben einen Winzer, also meistens brauchen die auch keine Werbung zu machen. Die haben auch Bestandskunden, die immer wieder mal kommen, die dann auch sich über den Champagner freuen und nur den da haben möchten. Und dann haben die, schaffen die ihre Menge, ist alles gut. Was wir gehört haben und dann immer öfter, ist natürlich, das Glaspreis ist teuer geworden, der Kork ist teuer geworden, der Karton ist teurer geworden, der Champagnerpreis ist aber gleich geblieben oder ist dann sehr, sehr wenig gestiegen. Wenn sie auf einmal die Preise wieder zu arg erhöhen, dann wird das Problem sein, dass viele sagen, ist schon teuer und dann wird es noch mal teurer. Aber ich kann einen Prosecco oder was anderes kaufen, wo die Champagner sagen, die Winzer, ja, aber das ist nicht das Gleiche. Und ist schwierig da in dem Fall, glaube ich, mitzuhalten, weil genau dann kommen große.
große Konzerne und sagen, aber da kriege ich dann bessere Preise und dann kann ich zu dir nicht kommen, weil du dann nicht mithalten kannst und die Marge für die Winzer trotzdem sehr gering sind. Ja. Also da ist auf jeden Fall eine große Arbeit, was dahinter steckt, ein großes Respekt und deswegen, genau wie du gesagt hast, das ist auch schön, wenn man sich auch gegenseitig unterstützen kann. Die unterstützen uns auch, machen auch ein bisschen Werbung, sage ich mal. Und wir freuen uns auch natürlich, Champagner zu werben, die ganz toll sind, wo wir dann auch total begeistert sind und dann die auch bekannt zu machen in einem anderen Land. Ist auch richtig schön. Ja, gut. Ihr seid ja dann, wie gesagt, die Botschafter hier in Deutschland. Genau. Finde ich richtig toll. Also ich selber ja nicht nur durch meine eigene Arbeit, sondern eben, das ist ja eigentlich auch meine Einstellung, dass ich wirklich eben zu kleinen Handwerkern gehe, ja, in kleine Läden gehe, ganz bewusst bei kleinen Weingütern meinen Wein kaufe und eben nicht im großen Supermarkt und. Ich denke mir mal, da ist auch schon ein bisschen Umdenken jetzt, so ganz langsam findet das statt und da kann natürlich so eine Verkostung, wo man dann nochmal wirklich auch nochmal die Augen geöffnet kriegt oder vielleicht nochmal darauf hingewiesen wird, kann dann natürlich auch noch ein bisschen dazu beitragen, dass man selber auch mal wieder drüber nachdenkt, weil Genau. Oftmals ist man natürlich so in seinem Alltag und in seinem Lauf und macht sich darüber nicht wirklich viele Gedanken. Deswegen finde ich das ganz klasse, dass wir das jetzt gerade auch hier wieder ansprechen und wie ist das mit den Winzern? Ihr habt ja jetzt eure Stammwinzer, sage ich jetzt mal, aber ihr seid auch unterwegs und guckt nach anderen, nach neuen oder habt ihr eine bestimmte Anzahl von Winzern oder wie funktioniert das mit der Auswahl? Wir sind noch sehr am Anfang, sage ich mal. Also ich hätte gern viel mehr Winzern, aber klar, das baut sich alles mit der Zeit auf. Die Winzer, die wir gerade haben, das macht, sage ich mal, auch Sinn, warum wir auf diese Winzer gekommen sind. Das sind Champagner, die wir in der Familie seit Jahren getrunken haben. Oder das sind Champagner, wo eine meiner besten Freundinnen dort zum Beispiel gearbeitet hat. Das ist dann dementsprechend auch ein Champagner, was wir öfter getrunken haben. Also wo wir schon einen Fuß drin hatten, wo wir die Champagner schon probiert hatten. Und dann gibt es, wie du gesagt hast, diese Reise regelmäßig in der Champagner-Region, wo wir dann uns ein paar Winzern raussuchen und dann machen wir einfach Champagner-Kellerbesichtigung oder dann Champagnerprobe und dann gehen wir auf Entdeckungsreise und schauen wir uns ein bisschen an, was es noch alles gibt. Also wir haben zwei Champagnerhäuser, die dann bald neu kommen werden. Darüber kann ich noch nichts viel erzählen, das ist alles in der Mache. Aber wir sind regelmäßig am gucken, dass wir dann auch unsere Kunden neue Champagner, neue Geschmacksrichtungen auch eingeben, weil es gibt auch so viel Vielfalt von dem Champagner, von alle Geschmäcke, vom Trocken bis zum Halbtrocken, Rosé, Blanc de Blanc. Da gibt es so viele Sorten, da hätten wir natürlich gern immer mehr von diesen Sorten, dass wir auch viel abdecken und auch sehr viel anbieten können. Aber das macht sich natürlich alles mit der Zeit und wie gesagt, am liebsten durch Reise in der Champagne, was aber sehr einfach geht, weil wenn wir die Familie besuchen, dann können wir gleichzeitig auch gemeinsame Verkostungen machen. Und das geht auch um Genießen wieder, um dann zusammen erleben. Dann einmal nehme ich meine Mama mit, dann wieder meine Schwester und dann können wir das auch alles zusammen erleben. Und das ist das, was schön ist, das privat in dem Fall auch ein bisschen mit der Arbeit zusammen zu verbinden und zusammen auch was zu erleben und dann auch neu zu erfahren. Und wir haben einen Winzer Champagner neu, der uns dann sehr gut gefällt. Und das ist immer die Geschichte, die dahinter steckt. Die finde ich immer ganz interessant, was die Winzer bisher gemacht haben, wie sie draufgekommen sind, in welche Verbindung die ganze Familie steht, die ganze Generationen. Und das macht auch da in dem Fall sehr viel Spaß, das zu vermitteln. Und deswegen in der Champagner-Verkostungen, dann können wir das auch rüberbringen und dann die Teilnehmern auch erzählen, genau, was hinter die Champagner steckt, hinter die Champagnerhäuser. Ah ja, genau. Das kann ich super gut nachvollziehen und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei deinen Kunden genauso wie bei meinen, wenn ich denen erzähle, wenn ich ein antikes Leinen von einem französischen Flohmarkt mitbringe und da was Tolles für die Kunden draus zauber und denen dann erzähle, wem das mal gehört hat und wo das herkam und die Geschichte dahinter, dann sind die immer ganz gerührt und haben natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu dem Teil, zu dem Stück Stoff oder dann bei euch wahrscheinlich auch zu dem Champagner. Und ja, also da ist wirklich ganz viel Herz drin und das finde ich natürlich dann auch
so toll und so wichtig. Und deswegen mache ich ja auch so ein bisschen die Vorstellung von diesen ganzen kleinen, super tollen Leuten, die so auf Instagram auch unterwegs sind, weil man findet sich ja sonst wirklich kaum. Es ist ja wirklich ein Glücksfall, gerade auch in dieser riesen Instagram-Welt, dass man mal zufällig über jemanden stolpert. Und da bin ich natürlich richtig froh, denn ich muss sagen, ich trinke natürlich auch gerne Champagner. Also mein Liebster ist definitiv ein Rosé-Champagner, so einen richtig schönen trockenen, den mag ich am allerliebsten. Und was ist denn dein Favorit? Hast du da einen? Das wäre fast der neue, den wir haben. Also je nach Anlass auch haben wir verschiedene Champagner und wir haben ein Champagner Tradition Brut, also ein helles Champagner, sage ich mal, von Patricia. Das ist unser Winzer, mit dem, also gehen wir dann zusammen essen oder wenn wir vor Ort sind, dann sind wir sogar bei der Familie, bei der Freunde alle zusammen. Das ist ein Champagner, der wirklich für alle Anlässe passt. Und deswegen finde ich das wichtig, so ein Champagner zu haben, weil das ist genau den Champagner, den ich gerne am Freitagabend aufmachen würde, um dann auf das Wochenende anzustoßen mit einem kleinen, ein paar Häppchen und zu sagen, so für das Apéro können wir dieser Champagner dann holen. Der passt einfach perfekt für alle Anlässe, für alle Momente des Lebens, dann passt dieser Champagner. Das ist echt perfekt und auch vor allem sehr mild und fruchtig, also je nach Geschmack, dann passt einfach dieser Champagner super. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was ist so ein Kriterium, dass ein Champagner eben wirklich sehr vielseitig zu vielen Gelegenheiten passt? Auf was sollten wir da achten? Kannst du da uns mal einen ganz kleinen Tipp geben? Also das war auch sehr spannend, als wir unsere Verkostung gemacht haben, weil je nach Geschmack, dann wollen die Leute eher diesen Hefegeschmack haben oder wirklich den typischen Geschmack von Champagner. Oder es gibt andere, die wirklich diese Patricia, diese Tradition Brut sehr gemocht haben, weil der extrem mild und fruchtig ist. Und dann, also ich sag mal, das ist wirklich Geschmackssache, was wichtig ist für ein Champagner, um zu sagen, da ist qualitativ hochwertig, das ist ein guter Champagner. Das ist ein Champagner, der einen sehr, sehr feinen Perlage hat, also sehr viele kleine Bläschen, die wie einen Schnur ausgezogen sind. Das ist wirklich ein Zeichen für einen guten Champagner. Das kann man aber davor nicht erkennen, natürlich, wenn die Flasche geschlossen ist. Aber was man auch erkennen kann an dem Etikett, auf der Rückseite von dem Etikett, dann ist RM geschrieben für Récoltant Manipulant. Das heißt, dass der Winzer, dass der Champagner ein Winzer-Champagner ist. Dass der Winzer seinen eigenen Trauben erstellt hat und seinen eigenen Champagner auch produziert hat. Und das ist auch in der Regel ein Zeichen von Qualität. Und dann, das ist, sage ich mal, Geschmackssache. Je nachdem, welche Rebsorten dafür eingesetzt ist, dann werden wir einen fruchtigen Champagner haben oder ein Blanc de Blanc zum Beispiel mit nur rein Chardonnay, der wird sehr fruchtig sein und dann mit Zitrusnoten, also eigentlich perfekt für den Sommer oder ein anderer mit Pinot Meunier ist eher so diese Reife, was man schmeckt oder diese Aromen von gelben Früchten. Also für mich ist wirklich Geschmackssache und dann einfach probieren. Deswegen finde ich Verkostung dann ganz spannend, um dann irgendwann seinen Geschmack zu finden, um sagen zu können, das schmeckt mir, das ist ein Champagner, was ich dann gern immer haben möchte oder diese Geschmacksrichtung ist auf jeden Fall meine oder nicht, um dann seinen Geschmack herauszufinden. Ah, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Also bei diesen Verkostungen, wie viel Champagner verkostet ihr da oder wie viele verschiedene? Wir machen drei, also drei Champagner im Moment. Also das ist kein Verkostungsschluck oder Verkostungsglas, das ist ein ganzes Glas, sage ich mal. Mhm. Wir machen in dem Fall drei Champagner. Der erste ist unsere nächste Überraschung, was kommt. Also der ist noch nicht online und bekannt. Aber das ist ein sehr... Also ein sehr, sehr toller Champagner, der eine auch sehr lange Reife hat und auch eine sehr wenige, sehr kleine Dosage an Zucker, damit man wirklich die Aromen von den Trauben, von den Rebsorten schmecken kann. Also der ist sehr spannend mit nur 6 Gramm Zucker pro Liter. Mhm. Also das ist fast ein extra Brut, also der hat wenig Zucker und man schmeckt wirklich alle die Aromen von Champagner. Ganz natürlich, nichts unverändert, ganz wie der Champagner an sich ist. Dann haben wir einen, der Patricia, der Tradition Brut, der dann perfekt für den Aperitif ist, der mild fruchtig ist, deswegen passt der als zweites ganz gut. Und der letzte haben wir natürlich der Rosé Champagner und dann auch die ganzen Unterschiede zu probieren.
Die kleine Überraschung, die wir haben oder was die Leute nicht erwarten. Wir haben auch Kekse aus Frankreich, dazu habe ich aber ein Video gemacht, die zu der Rosé Champagner sehr gut passen, die kurz in der Champagner rein getaucht, getunkt werden. Und dann sind die Leute überrascht, wollen das nicht unbedingt machen oder überlegen, ob sie das auch machen sollen. Ist aber eine ganz, ganz tolle Kombination, was auch typisch in Frankreich in der Champagner-Region gemacht wird. Ja, Genau. das habe ich gesehen. Ich habe mich natürlich so ein bisschen durch deinen Feed Ja. geswiped und habe gesehen, was du für tolle Tipps hast, was du für tolle Informationen zusammengefasst hast. Also, wenn ihr jetzt zuschaut, meine Follower, die das noch nicht kennen, dann guckt unbedingt mal rüber. Da gibt es ganz viel spannende Informationen. Die könnt ihr ganz in Ruhe euch angucken und könnt natürlich immer wieder nachgucken. Das fand ich wirklich richtig spannend, sich da auch mal so ein bisschen lang zu hangeln. Und jetzt muss ich immer noch mal die Verkostung, das finde ich natürlich richtig toll, das gefällt mir richtig gut. Und wenn ich dann sage, ich habe meinen Champagner gefunden bei der Verkostung, dann kann ich den aber schon auch trotzdem über euch beziehen, oder nicht? Genau, wir haben die Champagner auch bei uns im Shop. Also wir haben die aktuell in Kombination mit Geschenkboxen. Wir haben bisher das Fokus, sage ich mal, auf Geschenkboxen gehabt. Ich gehe immer mehr in der Verkostungsthema. Und auch diese Champagner, die haben wir bereits auf der Website angeboten, dass wir die Champagner vielleicht in Kombination zu diesen Produkten auch findet. Also wir sind ein bisschen an Restrukturieren, gucken, ein bisschen die Website vielleicht mal anpassen. Aber ja, wir finden auch die Produkte, die verkostet werden an dem Abend, auch im Shop, dass die Leute das wieder kaufen können. Ja, weil das ist natürlich, finde ich, für mich dann schon wichtig, wenn ich jetzt was gefunden habe, was mir richtig, richtig gut schmeckt, dass ich sagen kann, ich weiß auch, wo ich es herkriege. Sonst wäre das auch Ja, frustrierend, wenn man das genau. schmeckt, probiert, das ist gut, aber man bekommt das nicht. Genau, Ja, ganz ja. genau. Du hast vorhin den Freitagabend-Apéro angesprochen. Wir haben ja heute Freitag und es ist jetzt nicht mehr so lange hin bis zum Abend. Da dürfen wir ja dann gerne schon mal ein gutes Gläschen Champagner trinken. Und was würdest du denn dazu empfehlen? Was könnten wir denn als kleine Häppchen dazu nehmen? Also wir haben ganz, also was eigentlich gar nicht zu Champagner passt, was ich aber gern mag, das ist Tapenade. Das kennst du bestimmt Ja, aus der klar. Provence. Das esse ich auch sehr gerne. Eigentlich das passt nicht zum Champagner, aber sonst machen wir wirklich kleine, kleine Häppchen oder einfach einen Quiche machen. Das mache ich auch super gern mit Tapenade zum Beispiel. Das geht ganz einfach zu machen, ganz schnell und das kann man so schneiden und bei dem Aperitif essen oder Rohkost oder kleine Sachen, je nach natürlich Wetter. Heute ist kein ganz tolles Wetter. Wenn wir auf dem Balkon sind, dann mögen wir gerne auch zum Beispiel mit kleinen Rohkostsachen, die dann auch leicht sind. Aber sonst zu dem Aperitif haben wir kleine so Art Blätterteiggebäck, die dann manchmal die man auch in den Ofen kurz man reinlegen kann. Und die essen wir auch gern zu dem Champagner. Ganz einfache und kleine Sachen, die dann auch schnell gemacht werden. Und dass man auch wirklich den Geschmack vom Champagner schmecken kann und nicht ohne zu viel Schnickschnack, aber trotzdem ein paar Sachen, ein paar Häppchen dazu, dass man was in dem Bauch hat. Ja, genau. Ich weiß ja, meine Follower und Zuschauer, die lieben ja so kleine Special-Rezepte, vor allen Dingen von Franzosen, weil die möchten natürlich ihren Tisch hübsch stecken und auch was Leckeres draufstellen. Magst du uns mal ganz kurz deine Quiche verraten? Also ich weiß ja, was Quiche ist, wie Quiche funktioniert, aber erzähl mal so ganz grob vielleicht so das Rezept. Wie machst du die? Also ich habe auch ein Video dazu, aber sonst, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch in dem Video gehabt. Wir haben auch das Rezept in unsere Boxen. Das heißt, wenn die Leute die Box bestimmen, dann gibt es auch ein kleines Kärtchen mit dem Rezept, dass sie das auch zu Hause machen können. Das ist Okay. eigentlich eher ein Tart, muss man sagen, also Tomatentart. Aber ich mache auf dem Boden dann Tapenade einfach streuen auf der Quicheboden. Dann kommen Tomaten, ein bisschen Honig, Rosmarin, ein paar Feta-Würfel und das alles in dem Ofen. 30 Minuten zu 120 Grad und ist fertig für den Aperitif. Ist auch, also Quiche und Tarte, das ist für mich dann auch typisch von Frankreich, was meine Mama immer Sonntagabend oder Sonntag für ein Picknick gemacht hat, weil man kann alles reinmachen, was man möchte, das schmeckt immer, das ist einfach schnell zu machen. Man kann das warm, lauwarm, kalt essen, das passt auch zu alles, finde ich. Und deswegen diese Tarte der Tomate ist für mich dann perfekt für den Sommer, perfekt für ein Picknick. Perfekt auch zum Champagner wiederum und deswegen mache ich die sehr gerne.
Super. Also ihr habt es gehört und ich glaube, ich habe das auch schon gesehen, jetzt wo du sagst, dass das Rezept irgendwo ist. Also ich suche es euch nochmal raus. Ich werde es dann nochmal in meiner Story posten. Ihr müsst euch um eure Verkostungsboxen leider selber kümmern. Da kann ich jetzt gerade nichts für euch tun. Aber zumindest habe ich euch ja jetzt erzählt, wo es die gibt und wie ihr das dann alles machen könnt. Ich stelle dann auch nochmal ein paar Informationen unter meinen Post, damit ihr alles findet, was wir heute besprochen haben. Und ansonsten denke ich mir mal, ja, ihr habt eine Webseite, ihr seid bei Instagram zu finden. Also genau, wir sind überall zu finden. Super. Ja, wir haben jetzt die Tat, wir haben den Apéro. Ich denke mir mal, also ihr habt ja sicherlich auch viele deutsche Freunde, zwangsläufig, wenn ihr jetzt in Deutschland seid. War das für die komisch oder schwierig mit dem Aperitif oder freuen die sich da? Nee, ich glaube, das war spannend. Also wir hatten Freunde, die auch noch nie Champagner getrunken haben, die das heute lieben, die sich dann auch gefreut haben, als wir dann immer in Frankreich waren und vielleicht was mitbringen könnten oder was neu entdecken könnten. Ich glaube, das war immer spannend. Was ich immer auch sehr gerne gemacht habe, was auch mit Champagner nichts zu tun hat, ist Crêpe. Also dann haben sich natürlich die Freunde gefreut, immer diese französischen Spezialitäten zu finden oder wieder zu bekommen. Und ich glaube, also wir machen das nicht so lang wie in Frankreich. In Frankreich, das würde viel länger dauern oder eigentlich das Essen. Das heißt, das ist ein schnelleres Aperitif, ein bisschen eingedeutscht. Das ist das auch passt, sage ich mal, zusammen mit meinem Mann. Das würde dann länger dauern, weil wir dann vielleicht mehr die Zeit nehmen und dann je nach Abend oder nach Anlass, sage ich mal, dann passen wir uns an, je nachdem, wie der Abend läuft. Das heißt, da kann man so sagen, dass du quasi dann so den Aperitif nach Kaiserslautern zu euren Freunden gebracht hast. Genau, das muss schon, glaube ich, passen, weil für die Deutschen, das wäre vielleicht ein bisschen zu lang dann oder zum diese Abendessen dann ewig am Tisch zu setzen oder Sonntag quasi von 12 bis 18 Uhr am Tisch zu setzen. Das wäre vielleicht, ist für meinen Mann manchmal in Frankreich ein bisschen schwer, da musste sich auch einleben. Deswegen, das ist schon ein bisschen angepasst, dass das auch natürlich an den Traditionen hier oder an dem der Kultur auch wiederum passt. Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Wir waren auch sehr irritiert bei unserer ersten Einladung bei unseren französischen Freunden. Als wir das erste Mal da waren, hatten wir nicht so viel Zeit eingeplant. Irgendwann wussten wir dann, okay, der Tag ist gelaufen, wir nehmen uns nichts mehr vor. Ja. Aber es war natürlich total schön, weil diese Geselligkeit und das gemütlich Zusammensitzen und das Reden und dann zwischendurch mal ein Spaziergang und dann wird hier zusammen noch der nächste Gang vorbereitet. Das ist natürlich eigentlich schon die Zeit, die man miteinander verbringt, aber es ist ja nicht nur Essen und das ist ja wirklich gerade das, was es so schön macht, dass man halt wirklich nebenbei noch viele andere Dinge miteinander macht. Und ja, und dann kann man natürlich dann zwischendurch auch schon noch mal ein Glas Champagner trinken, oder? Was meinst du? Das können wir zu dem Dessert machen. Also was wir machen zum Beispiel ist halt bei dem Aperitif, was wir weniger machen, was aber auch gemacht wird, ist zu dem Essen, also zu einer Speise oder zu einem Hauptgang. Und dann natürlich zu dem Dessert, je nach Anlass oder wenn das ein Geburtstag ist, ein Sonntag zum Beispiel, gibt es auch bei dem Dessert nochmal Champagner. Ein Rosé zum Beispiel in dem Fall, aber Champagner ist auch nicht nur für den Aperitif. Höchstwahrscheinlich trinkt man Champagner bei dem Aperitif, aber das kann natürlich während des Essens sein oder sogar bei dem Dessert passt das auch super. Ein Rosé-Champagner mit einem Himbeer-Tiramisu oder ein Dessert mit roten Früchten, das ist auch ein guter Tipp, Rosé-Champagner mit genau einem Himbeer-Tiramisu, Himbeer-Dessert mit roten Früchten, das ist einfach eine gute Kombination, die dann wirklich gut zusammenpasst. Also da würde ich ja spontan jetzt mal sagen, das wäre doch eigentlich das ideale Dessert jetzt so für die Ostertage, oder? Also es hört sich ja jetzt gerade so richtig schön nach Frische an, nach Frühling, nach Sonne, nach Gemütlichkeit. Ja. Da bringst du mich direkt auf eine Idee. Ich muss auch zugeben, ich habe sogar schon Löffelbiskuit gekauft, ich mache sie nicht selber. Aber ich habe sie schon gekauft und hatte mir Gedanken gemacht. Ich habe nämlich auch so ein tolles französisches Rezept, so ein Himbeer-Tiramisu. Und da muss ich doch glatt mal gucken, ob ich meinen Champagner noch habe. Aber das ist gar kein Problem. Würde passen. Das ist eine gute Empfehlung. Ja, ja, ja.
Das ist jetzt, das ist abgespeichert. Ja, Also ja. danke nochmal für die Erinnerung. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, es ist sehr schnell zu machen und funktioniert auf jeden Fall. Und wie gesagt, zum Champagner oder zu Rosé-Champagner, da kann man keinen Fehler machen. Das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Das stimmt. Also Ja. ich muss ja sagen, ich habe ja auch so ein bisschen französische Esskultur mitgebracht. Und wenn ich dann hier in meinem Atelier so kleine Feste feiere, das mache ich auch schon mal, dass ich dann Kunden einlade. Letztes Mal zum Beispiel waren es zum Vierjährigen vom Atelier, da habe ich Kunden eingeladen und da gab es dann natürlich auch kleine Häppchen. Und es gab dann eben auch einen Rosé-Champagner. Und der ist ja jetzt wirklich noch nicht so geläufig in Deutschland, muss ich sagen. Also Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Brut, also sowieso von allen Champagnerhäusern, das ist der Tradition Brut, der meistens verkauft wird. Das ist auch wie ein Signature für jedes Champagnerhaus, immer das Gleiche zu liefern für ein Champagner Brut, weil dafür kommen die Leute oder kommen die Kunden und kommen auch wieder. Rosé Champagner in Frankreich auch schon, aber dann eher zum Dessert. Da wird weniger Rosé Champagner. Rosé Champagner wird für mich dann eher geschenkt, sage ich mal. Das ist ein tolles Geschenk, zum Beispiel für Muttertag, was auch dann bald kommt, zum Beispiel. Oder wirklich zum Dessert trinken, was auch mit der Dessert zusammenpasst. Noch wenig, glaube ich, zum Essen oder zum Aperitif. Aber eigentlich passt von dem Geschmäcke, was man wirklich schmeckt und die Kombination, was man mit dem Essen, also zum Beispiel ein Rosé, kann super zu einem helles Fleisch oder heller Fisch gegessen werden. Wird aber eigentlich wenig gemacht. Da trinkt man in der Regel auch Wein, zum Beispiel Weißwein oder so, wenig Champagner bei dem Essen. In Frankreich so wie in Deutschland. Ja. Ah, ich sehe, hast du es gesehen? Wir haben gerade eine Zuschauerin, Bisou de la Provence, das ist Sehr Sylvain, nett. die liefert mir nämlich immer aus Valenzuol meinen Lavendel, meine Lavendelblüten, Schön. die ich in die Lavendelsäckchen fülle. Da freue ich mich natürlich total. Coucou Sylvain, Bisou de retour. Freue ich mich total, dass sie gerade reinschaut. Der Tipp mit dem Rosé-Champagner, ich hoffe, ihr habt das gehört. Muttertag, auch meine Familie, vielleicht schaut ja jemand zu. Das kommt sehr, sehr bald. Muttertag! Ein Rosé Das Champagner passt immer stimmt. sehr gut. Ja, super. Ja. Also danke auch für den Tipp. Wunder dich also nicht, wenn es jetzt bald losgeht, der Run auf den Super. Rosé-Champagner. Also ich Ja. kann es total nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir gibt es den wirklich ganz oft. Und ich habe meine Kunden jetzt damit auch schon überrascht. Und natürlich gibt es dann bei mir auch so typische Häppchen und Tapenade und Baguette und was halt alles Genau. so ist. Ja. Das bringe ich dann natürlich auch immer, um so ein bisschen französischen Flair mit reinzubringen. Was mit dem Und Atelier zusammen, ja genau, genau. Weil, das ist ja. natürlich ideal, dass man schön Ja. zusammensitzen kann Genau. und dann natürlich auch an einem hübsch gedeckten Tisch einfach so ein bisschen miteinander plaudert und dann ein Gläschen Champagner trinkt. Aber für mich ist ja Rosé-Champagner auch immer so ein bisschen, also ich habe schon so im Hintergrund so Südfrankreich, so diesen klassischen Rosé, sage ich jetzt mal, dass man halt wirklich so das so ein bisschen mit Wärme und Sommer verbindet, mit der Leichtigkeit. Das ist dann schon noch so ein bisschen, deshalb vielleicht dann auch eher zum Dessert, oder? Das ist noch auch sehr eingeprägt, glaube ich, dass man Rosé, Wein, Rosé, Champagner eher im Sommer trinkt. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Und das wird dann auch so gemacht. Ich glaube nicht, dass viel Rosé im Dezember getrunken wird. Und das gilt auch dann natürlich für den Champagner. Ist aber, glaube ich, eine Idee im Kopf, weil man hat diese Idee von der Rosé, bestimmt von dem Wein, dass er in der Provence natürlich am Strand auf die Terrasse getrunken wird und sehr wenig dann im Winter. Aber eigentlich für ein Rosé Champagner, da könnte zu jedem Anlass passen, zu jeder Ja. Jahreszeit und auch wirklich zu jedem Gang. Also nicht nur bei dem Aperitif, was nicht so viel gemacht wird, glaube ich, oder zu dem Dessert. Zum Dessert ist bekannt, ist dann eingeprägt, passt auch, glaube ich, mit den roten Früchten. Da kann man sich das gut einbilden. Ich glaube, zu einem hellen Fleisch oder zu einem Fisch, das dauert noch. Das ist noch nicht so wirklich in den Köpfen und dann wird man eher auf Wein gehen, sowieso, glaube ich, bei dem Essen. Aber ist auch auf jeden Fall ein Versuch wert, dann zu probieren, weil da sind auch Geschmacksassoziationen, die dann sehr gut zusammenpassen. Ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da wirklich viel öfter probieren müssen, was jetzt da zusammenpasst. Genau. Das geht immer. Probieren. Ja. Probieren ist gut. Genau.
Lea, ich könnte ja jetzt stundenlang mit dir weiter erzählen und ich glaube auch, meine Zuschauer könnten dir stundenlang zuhören, weil es natürlich unglaublich spannend und interessant ist, weil wir wieder viel Neues erfahren haben, gerade auch jetzt über Champagner. Aber irgendwann müssen wir ja mal Ja, weiterarbeiten. Ich glaube, du hast auch noch genau. zu tun, Ja, ich habe noch ein bisschen zu damit der tun. Aperitif heute Abend Richtig. stattfinden kann, Ja. weil freitags ist natürlich wirklich so abends Feierabend. Genau. Abendbesuch und darauf freuen wir uns nachher. Wir werden noch ein Richtig. bisschen weiterarbeiten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mein Gast warst heute, für die vielen tollen Informationen, für das französische Genussgefühl. Also ja, wie gesagt, ich werde gleich mal meine Champagnerbestände checken und wenn nicht, dann werde ich gleich nächste Woche Sehr nochmal nach gerne. Frankreich fahren und ein bisschen nachkaufen, damit die Ostertage gesichert sind. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bon Weekend. An euch anderen alle natürlich auch. Habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und denkt dran, was Lea gesagt hat. Genießen, genießen, genießen. In diesem Sinne, salut! Salut Nicole, danke für die Gerne. Einladung. Ciao. Tschüss.